Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und Freunde. Freunde. Nehmt ihr bereits am Gewinnspiel teil? Also wenn ihr davon noch nichts mitbekommen habt, dann schaut mal gerne in der Beschreibung vorbei, da habe ich euch ein Video verlinkt, wo ihr alle Informationen dazu findet. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr das abcheckt und ja, fangen wir mit dem Video an. Wie ihr im Titel bereits sehen könnt, geht es heute um, ja, Outfits, die von mir sind und nicht wirklich gut sind. Ich habe so letztens durch meine Aufnahmen auf meinem Handy gescrollt und habe ein paar Outfits gefunden. Ey, ich sah so öde aus. Warum sah ich so öde aus? Und wenn man andere Leute kritisiert, dann ist es ja immer mit so ein bisschen, ja, bitterem Beigeschmack, sag ich mal. Und da habe ich mir mal gedacht, komm, ich roaste mich mal selber und, ja, stell euch mal ein Outfit von mir vor, was nicht wirklich gut gewählt ist. Dazu muss man sagen, das Outfit hatte ich halt vor 1,5 Jahren an und das wäre einmal dieses hier. Also erstmal zum Allgemeinen, so, ich finde den Look sehr cool eigentlich mit Trenchcoat, schwarzem Shirt, schwarzer Basic Jeans und dann kommt halt irgendwie das, was das Outfit komplett ruiniert. Und zwar, was zur Hölle hatte ich da bitte für Schuhe an? Und zwar goldene Adidas Superstar. Oh mein Gott, Moree, was hast du dabei gedacht? Wie gesagt, der Look mit Trenchcoat und schwarzem Shirt und schwarzer Hose, ey, gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Würde ich immer noch so tragen, aber bitte, was sind das für Schuhe? Oh mein Gott. Das hat auch nichts mehr mit Eyecatcher oder so zu tun. Ich finde die Schuhe übertrieben wack im Nachhinein. Schreibt mal gerne eure Meinung zu den Schuhen in die Kommentare, was ihr von diesen, ja, Starlet Express-Schuhen haltet. Was mir bei dem Outfit auch nicht so gut gefällt, ist einmal die Pinroll. Ich bin eigentlich momentan gar kein Freund davon. Das ist aber Geschmackssache. So Pinroll kann man auf jeden Fall machen. Ja, diese Schuhe gehen einfach gar nicht. Und ganz im Ernst, Freunde, ich weiß nicht, warum ich meine Mutter damals mit so einem Outfit draußen rumlaufen lassen hat. Mom! Ja? Ganz im Ernst, warum hast du mich draußen rumlaufen lassen? Ist das nicht peinlich? Wieso? Du läufst doch immer noch schrecklich rum. Ja, zu ihrer Verteidigung muss man sagen, sie mag diese Tennissocken und diese hochgekrempelte Anzugshose nicht und so Shirt und Hose mag sie auch nicht und ja, also ey, ich laufe da aber wohl heute besser rum als damals, guck mal, wie das Outfit aussieht. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dem Outfit in die Kommentare und ich glaube, die Leute, die mich damals in der Stadt gesehen haben, das war übrigens in Münster, die fragen sich immer noch, wie dieser Trenchcoat zu den goldenen Adidas Superstar matchen sollen, also die fragen sich das, glaube ich, bis heute. Wird mir stinken, wenn ich du wär. Na, jetzt hatten wir so einen halben Beitrag von meiner Mom, ich habe so meine Meinung dazu gesagt und dann holen wir uns noch einen dritten ins Boot und zwar einmal die Meinung von Patrick zu meinem Outfit. Bitte, Bruder, bitte roaste mich nicht so hart. Justin, weißt du, welche Sneakerfarbe vor 3-4 Jahren noch schlimmer war als Rot? Nee. Gold. Freunde, hallo zusammen. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns nochmal das Outfit von Moree an. Ich muss sagen, wenn man sich erstmal nur die Hose und das Oberteil anguckt, all black, damit kann man erstmal nicht besonders viel falsch machen. Dann diese beige bzw. cremefarbene Jacke, sieht so ein bisschen aus wie so ein Detektivsparker, geht auch noch. Und dann zieht man die Schuhe, Leute. Und der schießt den Vogel ab, Leute. Was sind das für Schuhe? Oh mein Gott. Moree dachte sich locker, boah, goldene Schuhe passen heftig zu meiner goldenen Armbanduhr. Ich bin der Shit damit. Dein Ernst? Dann noch eine richtig schöne Pinroll zu diesen goldenen Adidas Superstars. Und ich frage mich wirklich, was sind das für Socken? Bro, jetzt mal ehrlich, woher hast du diese Socken? Das sieht nicht nach Tennissocken aus. Das sieht nicht nach Sneakersocken aus. Die sind so mittig auf dem Knöchel. Und was nicht fehlen darf, was natürlich nicht fehlen darf, ist der Starbucks Kaffeebecher in der Hand. Ganz zufällig wurde dieses Bild natürlich geschossen. Gar nicht gestellt, mein Freund. Ertappt, würde ich sagen. Aber eins muss man sagen, die goldenen Schuhe passen so ein bisschen zu diesen goldenen Sternen, die auf dem Boden sind. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum er diese Sneaker anhatte. Anders kann ich mir das sonst nämlich nicht erklären. Danke auf jeden Fall für deinen Beitrag, Bro. Und ja, ich fand aber mein Outfit definitiv schlimmer als deins. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, wieso denn seins? Schaut gerne auf seinem Kanal vorbei. Da haben wir das gleiche gedreht. Da habe ich ihn sozusagen mit seinem Outfit geroastet. So unter Brüdern kann man das auf jeden Fall mal machen. Und ja, schaut gerne, wie gesagt, bei ihm vorbei. Ich habe auf jeden Fall noch das ein oder andere öde Outfit von damals. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr nochmal so eine Folge haben wollt, wo ich mich so ein bisschen selber roaste. Weil ich sag mal so, I'm learning über die Jahre. Man entwickelt sich ja weiter und man, ja, lernt dazu. Wie gesagt. Und ich glaube, jeder tritt mal in so ein Fettnäpfchen. Im Nachhinein kann man ein bisschen drüber lachen. Naja, Freunde, das war's dann mit dem Video. Und wenn ihr noch nicht mitbekommen habt, wir bringen auf jeden Fall am Sonntag jetzt, am 16. um 16 Uhr, L'Equipe Caps raus, zusammen mit Ruff. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, schaut mal gerne in der Beschreibung vorbei. Das Video, was ich euch empfohlen habe wegen dem Gewinnspiel, ist auch gleichzeitig die Erklärung bezüglich den Caps. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Also nicht vergessen, jetzt am Sonntag um 16 Uhr auf der offiziellen Ruff-Webseite bringt Patrick und ich Caps raus. L'Equipe, ihr wisst Bescheid, Freunde. Support ist kein Mord. Gier steht für Gönn und
was es sonst noch für Sprüche gibt, folgt mir gerne bei Instagram. Da bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand bezüglich den Caps und folgt auch gerne der Liquid Boys Seite. Ansonsten gebt gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Format gefällt, wenn ich nochmal sowas machen soll. Danke auch für den Beitrag von Patrick und meiner Mom. Schaut gerne bei Patrick vorbei. Der hat, wie gesagt, auch ein Video hochgeladen. Und ansonsten, ciao.